Guten Abend, es ist Sonntag, der 2. April 2017, 20:30 Uhr. Willkommen zu allen 2 Wochen der Marktvorbereitung auf der Neuhandelswoche, Markttechnik, Analyse Ihrer Wunschmärkte und natürlich ganz viel Daytrader Jochen Schmidt. Mit einer Überraschung, kein April-Scherz, kein verspäteter April-Scherz. Er hat seit 1. April eine neue Internetleitung. Wir haben es vorhin getestet und die Leitung müsste von der Tonqualität um 300% besser sein. In wenigen Minuten können Sie sich davon überzeugen, wenn gleich der Jochen übernimmt. Noch spreche ich, Jens Schanowski von Admiral Markets aus Berlin. Ich grüße Sie und natürlich zu Beginn immer Risikohinweis. Es geht bei Admiral Markets immer um Forex und CFDs. Das sind Hebelprodukte. Bei allen Hebelprodukten ist es identisch, egal ob Sie Optionsscheine, Hebelzertifikate, Futures oder eben Forex und CFDs betrachten. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinnmöglichkeiten, leider aber auch, wenn Sie auf der falschen Seite vom Markt sind, die möglichen Verluste. Ist deswegen nicht für jeden geeignet. Bevor Sie mit echtem Geld loslegen, starten Sie am besten mit einem Demokonto und machen sich im Demo-Modus mit dem Trading, dem Hebeleffekt und Ihrem persönlichen Risikomanagement ausreichend vertraut. Und wenn Sie sich dann nach einiger Zeit sicher fühlen, gerne mit echtem Geld weiter traden. Admiral Markets richtet sich immer an den selbstentscheidenden Anleger, international Execution Only genannt. Also bitte nichts, was Sie bei uns sehen und hören, als Anlageberatung missverstehen wollen. Wir wagen Makrosblicke, wir analysieren gemeinsam die Märkte, wir können Ihre persönliche Situation dabei aber nie berücksichtigen. Also bitte nichts als Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen missverstehen wollen. Und wenn Sie möchten, können Sie den kompletten ausführlichen Warnhinweis nachlesen, auf unserer Webseite hinterlegt und hier unten auch als Link zu sehen. Ja, so sieht unser Jochen Schmidt aus. Der wird gleich übernehmen. Wir machen die Webinare für Sie. Wenn Sie also Wunschmärkte haben, wenn Sie etwas genauer erläutert bekommen möchten, wenn Sie konstruktive Kritik haben, alles darf hier gestellt werden als Frage oder als Anliegen. Sie tippen bitte mit Ihrer Tastatur. Sprechen können bei uns immer nur die Moderatoren, weil wir immer 100, 200, 300 Teilnehmer haben, ganz, ganz viele. Da wird es mit Hintergrundgeräuschen zu störend sein. Sie tippen also bitte mit Ihrer Tastatur live im Webinar und wenn es dann für alle ein Thema ist, lesen wir es laut vor und kriegen live im Webinar die Antwort. Reden ist nämlich Gold. Wir haben etwas zu sagen, über 10 Live-Webinare, die Sie Woche für Woche bei uns bekommen können. Über die Webseite können Sie sich anmelden, da im Webinarbereich. Einfach mal über die Themen fliegen, wie man so schön sagt. Und da wird mit Sicherheit das eine oder andere auch für Sie relevant sein. Alle Webinare kostenlos und wenn es Ihre Zeit nicht erlaubt, wenig später als YouTube-Aufzeichnung in so einem YouTube-Kanal zum Anschauen und Anhören nochmal hinterlegt. Ja, und wenn Sie natürlich Forex und CFDs traden möchten, freuen wir uns, wenn Sie das bei uns machen. Wir haben nämlich viele, viele Vorteile. Zum Beispiel der Bestseller DAX 30 mit einem verlässlichen, einzigartigen Spread von 0,8 Punkten. Und zwar von 8 bis 22 Uhr, ohne zusätzliche Ordergebühren, ohne Stoppabstände, ohne Mindesthaltedauer. Wählbarer Hebel auf den DAX. 500er Hebel, 200er, 50er, Sie wählen aus. Und natürlich abgesichert mit der Negative Balance Protection Policy, unserem Schutz vor negativen Kontoständen. Alle Details dazu natürlich auch auf admiralmarkets.de zu finden. Und wenn Sie mal eins zu eins mit uns sprechen möchten, Montag bis Freitag, 9 bis 18 Uhr ist der Kundenservice unter der Berliner Nummer hier erreichbar. Oder Sie schicken eine E-Mail, YouTube-Kanal eben angesprochen, da dann immer wenig später fast alle Webinare als Aufzeichnung hinterlegt. Ich sage fast schon herzlichen Dank, dass ich die Einleitung sagen wollte. Ich möchte Ihnen aber noch ganz kurz 2 weitere Sachen zeigen. Kommenden Freitag und Samstag sind wir auf der Investmesse in Stuttgart vertreten. Wir haben 3 oder 4 Jahre Pause gemacht, waren stattdessen auf dem Börsentag München und für dieses Jahr 2017 haben wir uns entschieden, einfach mal Börsentag München zu pausieren und dafür wieder zur Invest in die Stuttgarter Hallen zu kommen. Normalerweise gibt es die Karten gegen Geld. Wenn Sie uns eine E-Mail schicken, das ist hier genauer erläutert unter den Company News, dann können Sie eine kostenlose Karte bekommen. Der Jochen Schmidt ist Freitag und Samstag auch da, wird mehrere Standvorträge halten. Also es lohnt sich auf jeden Fall, die Invest zu besuchen, wenn es für Sie räumlich erreichbar ist. Ja, und einige Spezialwebinare oder Spezialevents werden auch immer auf YouTube gestellt. Zum Beispiel einige Webinare der IB Days, die Anfang März stattgefunden haben. Zum Beispiel hier in 2 Teilen, knapp eine Stunde jeweils, Grundlagengedanken auf dem Weg zum Daytrader. Wenn Sie es noch nicht gesehen haben, dann gerne hier anschauen, eine der neueren Videosektionen auf unserem YouTube-Kanal. Ja, und jetzt beeindrucke uns, lieber Jochen Schmidt, mit deiner hervorragenden neuen Internetleitung und der besseren Tonqualität. Ich grüße dich. Wir legen los mit den Analysen der Märkte und vermutlich traditionell mit dem DAX. Hallo, du hast das Wort, du hast den Bildschirm.
Guten Abend, Jens, meine sehr verehrten Damen und Herren. Jetzt bin ich ganz im Glück. Ja, ich habe ein Headset auf, ich habe die Hände frei, da kann man einige Dinge machen. Kurze Frage, das Mikrofon, das ich jetzt benutze, ist es zu nah am Mund, dass Sie zu arg mein Atmen hören oder Kussgeräusche oder Schmatzgeräusche? Kurz ein Feedback, ob es so okay ist, weil dann lasse ich diese Einstellung. Okay, alles top, wunderbar, dann fangen wir an. Ja, freue mich sehr, jetzt hier mal mit einer leistungsstarken Leitung, die auch von den Latenzen her ganz okay ist. Ich habe das prüfen lassen. Wir werden zwar ab und zu immer leichte Sounddellen haben aufgrund Voice-over-IP, aber vom ganzen Ablauf her hoffe ich doch jetzt, dass wir es in guter Qualität haben. Wir fangen an mit dem DAX. Jo, Moment. So, ich gehe aufs ganz große Bild, was bei diesem Markt gar nicht schlecht ist, wenn man das macht, weil man erkennt, wir nähern uns oder wir sind auf dem Weg zur 12.400. Das war großes Hoch oder großer Punkt 2, zukünftiger Punkt 2 des Aufwärtstrendes. Und wir sehen im DAX, dass wir auch einen Aufwärtstrend haben, der wirklich weit in der Bewegung ist. Also wenn man die Trendgrößen betrachtet und viele schmunzeln da schon, ne, der Schmidt und seine weiten Bewegungen. Ja, aber dennoch, es ist weit. Das heißt aber nicht, dass man jetzt short gehen muss. Das heißt auch nicht, dass der Markt jetzt beginnt stillzustehen, sondern Trend ist Trend und ausgedehnte Bewegungen machen gerne auch mal eine Korrektur, insbesondere wenn sie an solche Hochbereiche heranlaufen. Also interessant im DAX, wenn man es jetzt zum ganz großen Bild anschaut, ist genau der Punkt, dass der vielleicht überschießen kann. Macht er gerne der Markt, wenn er so an hoch heranläuft und da muss man sehen, ob er hält oder nicht. Also es wäre nicht verwunderlich, wenn er schießt und dann erstmal vielleicht abkippt und in eine Korrektur übergeht. Wir klappen es auf dem Tageschart kann man es im Detail sehen, auch hier, ne? Bewegung, Moment, ich markiere noch mal ganz kurzes Hoch, damit man es besser sehen kann. So, genau, dass wir sehen, wir sind gar nicht mehr so weit weg. Und das ist übrigens so ein kleiner Tipp von mir, das große Bild anzugucken ist immer gut, auch wenn man viel Historie einblendet. Aber bestes Beispiel, jemand, der jetzt auf dem 5-Minuten-Chart nie nach oben guckt, auf gut Deutsch, der weiß gar nicht, in welche Richtung er sich bewegt oder in welche Zone er gerade marschiert. Und da kann es dann zu großen Enttäuschungen kommen, dass der Markt eben plötzlich, wenn wir sagen, ne, hier oben an der 12.4 dann doch mal eine Korrektur hinlegt, die übrigens zum Trendaufbau absolut okay wäre. Ja. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Der Markt macht einfach weiter und steigt an, vielleicht sogar per Lücke, man weiß es nicht. Der Markt ist gerade im Moment geschlossen. Zur Eröffnung werden wir es sehen. Vielleicht nimmt der Markt es vorweg, ja, dieses Heranlaufen an das Hoch bei der 12.400. So, und dann ist halt wichtig, was er macht. Wie schon gesagt, wenn er drüber hält, umso besser. Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Also eine Korrektur sollte kommen, damit man da den Trend wieder, sage ich mal, mit größerer Gewinnerwartung und besserem Chance-Risiko-Verhältnis traden kann. Interessant wäre, wenn der Markt wirklich so verlaufen sollte und an alle hier, die neu dabei sind, ich mache keine Prognosen. Also jetzt, indem ich nur sage, könnt ihr hochgehen, heißt das nicht, dass der Markt da hochgehen muss. Ja? Der kann auch vorher schon abkippen. Ich möchte immer darauf hinweisen, wir sind ja selbstverantwortliche Trader. Admiral Markets macht Execution Only. Keine Anlageberatung und deswegen muss man mit allem rechnen im Börsenhandel. Jede Minute kann der Markt sich verändern. Ich weise extra darauf hin. Also, wenn es so kommt, dass der da oben antippt, rüber geht oder wie er immer nochmal zurückkommt, wäre ein perfektes Level, wirklich ein perfektes Level, um aus der Korrektur nochmal nach oben zu gehen, vorausgesetzt entsprechende Signale ergeben sich dann ungefähr bei der 12.200. Wer auch ohne Fibonacci, man sieht es, wäre so die Hälfte der Bewegung abkorrigiert oder abgearbeitet und dann wäre es sehr, sehr interessant, wie er weitermacht. Für die Kurzentschlossenen unter Ihnen, die sagen, okay, ich will die große Hochzone angehen, schauen wir kurz auf den Stundenchart. Auch hier sehen wir, schöner Trend. Ja, hier war es lange Zeit nicht so richtig astral, das Gezuckel hier, so jetzt legt der Markt los. Wir erkennen, der Trend, auch als der kleinere, ist intakt, aber auch in einer ausgedehnten Bewegung. Hier ist ebenfalls die Wahrscheinlichkeit groß, dass, wenn der Markt jetzt nicht mit Lücke nach oben durchrauscht, dass erst eine Korrektur vielleicht am Montag erfolgt. Also ich würde wirklich, wenn ich jetzt kurzfristig dabei bin und versuche, das hoch heranzugehen, würde ich hier genau darauf achten, was der Markt macht. Ja, also so ein bisschen Doppelspitze hier sieht man schon. Wenn der jetzt beginnt, nach unten zu laufen, das wäre nicht verwunderlich, wäre auch gar nicht schlimm. Er soll sich allerdings fangen innerhalb der Korrekturzone, wie ich sie gerade eingezeichnet habe, zwischen der 12.300 mal ganz grob und der 12.200. Ja. Also die Kurse dürfen gerne da eintauchen, aber dann sollte irgendwann wieder Dynamik entstehen, dass die Käufer auf den Plan treten. Dann könnte man hier versuchen, aus der Korrektur zu kommen. Wenn ich den Chart so angucke,
würde ich sehr, sehr ungern hier oben jetzt reinspringen in der Hoffnung, ja, der macht den Satz nach oben und hurra, wir sind das große Hoch. Das wird jetzt weniger mein Stil sein. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir haben ausgedehnte Bewegungen auf allen Trendgrößen. Korrekturen, Zwischenkorrekturen sind fast wünschenswert, damit der Markt weitergehen kann. Jens, ich gebe an der Stelle zu dir. Eine allgemeine Frage an dich. Welcher Trailing-Stop-Abstand ist ratsam, um durch den Markt, um durch das Marktrauschen nicht den Trailing-Stop auszulösen? Ja, gute Frage, fachlich gute Frage. Problem ist allerdings, ich muss die Frage zurückgeben. Es hat ja mit den Zeiteinheiten respektive Trendgrößen zu tun, wie er trailt. Also er kann, wenn er zum Beispiel jetzt einen Periodenhandel nimmt, ja, hat er ja mehr oder weniger die Kerze als Orientierung. Ist eine schwierige Frage. Es gibt verschiedene Techniken, die man anwenden kann, die aber nie eine Garantie bringen, dass du jetzt schön immer dabei bleibst und nie ausgestoppt wirst. Ja, das ist einfach so. Es ist schwierig zu beantworten. Ich bitte Ihnen wirklich um Verständnis, weil ich müsste zum einen wissen, wie kurzfristig oder langfristig sein Handel ist in diesem Moment. Also ist er auf einem 5-Minuten-Chart unterwegs, auf einem 10-Minuten-Chart unterwegs oder handelt er den Tag und trailt damit. Da bräuchte ich mehr Angaben, um das wirklich konkret und gut beantworten zu können. Ja, vielleicht kann man es noch dazu schreiben. Bleibt er zurück, M1. M1. Gut, dann ist er ja mitten im Marktrauschen drin. Ja, also wenn er auf M1 handelt und er will trailen, dann ja, das ist ein Problem. Das war früher nicht so problematisch, heute ist es das. Also ich stelle es bei meinem Handel auch fest, dass ich in der Zwischenzeit selten relativ sauber traile auf dem Einser. Ich warte da oft und der Stop bleibt nicht mal am Einstand, der bleibt im Initial Risk Point, bis ich meine Zielzone erreiche. Außer ich habe sehr, sehr gute Bewegungen. Also die rasant schnell hochlaufen, dann ziehe ich nach oder versuche zu trailen. Ja? Aber wenn er auf der Minute ist im DAX, Moment, ich gehe mal runter, ja, da sieht man die Problematik. Ne? Da ist eigentlich mit Trading Stops, so wie die Märkte beschaffen sind in den letzten Jahren, die meiste Zeit ja, weniger getan, weil schau mal, wie willst du hier traden? Also wenn du echt jetzt auf das Kerzentief gehst, okay, hier hätten wir Glück gehabt, hier hätten wir auch noch Glück gehabt, so, und spätestens hier oben reißt es sich dann, ja, was es nicht schlecht gewesen wäre in diesem Moment. Das Problem ist allerdings, ein Trailing Stop sinnvoll angewandt beginnt ja eigentlich, wenn man es genau nimmt, eher auf der höheren Zeiteinheit. Ja. Weil wie er selber gesagt hat, das Marktrauschen schmeißt ihn zu schnell raus. Und da der DAX ja wirklich hochwertigster Markt ist, ist das Rauschen auch entsprechend hoch. Ja. Also er sollte, wenn er das Rauschen verstanden hat, was das ist, sollte er eben versuchen, seinen Stop-Abstand zumindest ans Rauschen anzupassen. Ja. Und dann kann er aber plötzlich mit den Kerzen an sich auch nichts mehr anfangen, wenn er auf dem Einser unterwegs ist. Also man merkt, es ist eine gute Frage und ich tue mich sehr, sehr schwer mit der Beantwortung. Gar nicht, weil ich rumdrucksen will, sondern weil ich fieberhaft überlege, wie man eine Lösung bringen kann. Aber das geht so nicht. Ja. Man muss ja einige Sachen im Voraus besprechen und genau mal hingucken, wie er das dann auch handelt. Ja. Sorry. Okay, Jens, zu dir. Dann der erste Wunsch bei der Teilnehmer ist Euro, US-Dollar, bitte. Mhm. Genau. Ja, hier tut sich auch was. Ja. Euro-US-Dollar, wir hatten es angesprochen. Also lange Zeit Abwärtstrend, man kann hier sehen. So, jetzt ein Aufwärtstrend. Für mich ist das durchaus ein Wechsel. Allerdings ist es nicht der Wechsel, wo man jetzt oben reinspringt. Wir erinnern uns an den DAX. Ja? Wenn ihr so heranrauschende Märkte an große Hochs, an Großkampfzonen habt, passiert gerne das, was wir auch angesprochen hatten in den vorangegangenen Webinaren, dass ich sagte, der Markt muss sich oder sollte es sich möglich über diesem Hoch halten. Macht er das nicht, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der vielleicht richtig abschmiert. Spätestens hier an diesem Zwischentief des kleineren Trendes, und da sind wir jetzt auch wirklich komplett durchgerauscht. Ja. Also alle, die jetzt längerfristig long halten wollen, ja, haben ja auch ein Problem. Übrigens an den Fragesteller von vorhin, auch die jetzt, die auf dem Tageschart unterwegs sind, haben auch ein Problem mit dem Trading Stop. Also es ist wichtig, ja, man muss die Lage des Trendes mal genau checken und sage ich mal, die Ausdehnungen auch genau überprüfen, bevor man trailt. So, gut, was kann man hier machen? Also wir erkennen es. Ich denke, der Aufwärtstrend ist sichtbar. Super duper astrein ist es ja noch nicht. Markt drückt auch kräftig runter. Es ist extrem wichtig. Und ich weiß, für viele ist es jetzt viel zu weit weg, weil sie intraday unterwegs sind, aber es ist wirklich extrem wichtig, dass die 1,05 jetzt nicht durchschlagen wird. Ja. Der darf sogar noch die 1,06 hier, darf er auch noch anhandeln. So, und dann wäre es perfekt, wenn wir Wechselsignale entdecken könnten. Nächste Woche
ist auch FOMC-Sitzungsprotokoll. Also wir werden sehen, was der Markt macht, ja. Denn für mich ist diese Bewegung abwärts im Moment nur die Korrektur von diesem Aufwärtstrend. Also Achtung, ja. Wir haben einen Korrekturhandel, der je tiefer er kommt, desto mehr es mich freut. Weil ich bin hier auf der Suche nach Long-Signalen. Wenn der Markt runterrutscht, nochmal durch dieses große Tief, wie schon gesagt, bei der 1,05, okay, ist das Szenario vorüber, also vom Aufwärtstrend. Was das Short-Gain angeht, im Moment, die Bewegung, ne, wir sehen es, ist also kräftig nach unten gelaufen. Schauen wir doch mal, wie es denn aussieht mit dem Trend. Der ist auch voll intakt. Sehr schön hier, wirklich. Also richtig gut gelaufen. Hinterher, ne, ist man immer schlauer, kann man es immer ganz einfach sagen, schaut, man hätte nur im Trend folgen müssen. Ist aber so eine Geschichte. Ihr seht, hier war ich auch short unterwegs, bin hier rausgeflogen. So, also wir haben mehrere Schwünge aus Bewegung und Korrektur. Ne. Hier nochmal richtig aufgedreht zum Handelsschluss. Ich würde hier nicht reinspringen. Diejenigen, die schon länger zuschauen, kennen mich, denn wir haben zwar einen intakten Trend, der ist auch in der Bewegung. Vielleicht sehen wir eine Lücke, man weiß es nie, ja. Aber je weiter darunter geht, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass erstmal eine Korrektur kommt. Und ich würde hier in aller Ruhe die Korrektur abwarten wollen, bevor ich short gehe. Ja. Idealerweise kommt die zurück an die 1,0670, so um den Dreh. Achtung, möglichst nicht in der Art, wie ich es jetzt gezeichnet habe. Das sollte anders laufen, das sollte langsam sein. Also der rutscht nochmal, der baut sich auf, macht hin und her und dann kann man versuchen, nochmal in die Short-Richtung zu gehen. Achtung, ne? Für mich ist es nur eine Korrektur. Wundert euch also nicht, wenn ihr jetzt beherzt short geht, dass ihr urplötzlich vielleicht kräftige Käufe gegen euch stehen habt. Ja, der Trend ist nicht mehr der frischeste, deswegen warne ich extra, dass das passieren kann und dann muss man eben mit seinem Stop arbeiten, schlichtweg. Wenn es euch raushaut, ist es einfach so. Ansonsten idealerweise, der korrigiert und beginnt nochmal die Reise nach Süden, ein bisschen in die tieferen Gefilde. Ja. Also ich würde nur aus der Korrektur kommen wollen und genau gucken, ob der auch wirklich die Levels dann entsprechend Kraft bekommt, in die Short-Richtung zu gehen. Und wenn er das nicht macht, würde ich mich relativ schnell von dannen machen. Long, wie vorhin erwähnt, noch nicht. Ja, es ist keinerlei Anzeichen da, dass hier ein Trendwechsel existieren könnte oder dass die Korrektur, die hier noch läuft, beendet sein könnte. Null. Ne? Wir haben einen aktiven Abwärtstrend, der auch voll intakt ist. Da macht man im Moment mit Long bitte wenig. Ja. Okay, wer ist meine Meinung zum Euro-US-Dollar? Eine weitere allgemeine Frage an dich. Hallo, hat der Schmidt in der vergangenen Handelswoche gute Setups gesehen? Ich bin Anfänger und außer Euro-Dollar fand ich den Markt uneinig. Ja, ging mir ähnlich wie ihm. Im Gegenteil, ich habe letzte Woche ein bisschen federn lassen müssen. Ja, teilweise total doof. Hinterher fragst du dich immer, was hast du nur gemacht? Also jetzt nichts Schlimmes. Aber mir geht es seit längerer Zeit so, dass wenn ich die Märkte so durchgucke, dass ich selten jetzt sage, hurra, ich habe das perfekte Signal. Ist auch nichts Neues übrigens. Deswegen gibt es ja viele Trader, die sagen, handel doch einfach diversifikativ. Schau dir sehr, sehr viele Märkte an. Du wirst irgendwo immer mal wieder ein gutes Signal finden. Natürlich jetzt, wenn man die Märkte hier anschaut, die ich habe, sind ja doch einige, so 12 oder bis 15 Märkte sind es, und da kann es durchaus passieren, dass du reinguckst und sagst, ich sehe da nichts. Andere Trader mögen vielleicht super Signale sehen, du siehst aber nichts. So, und das setzt einem dann leicht unter Druck, weil man sagt, ah, ich muss aber traden oder ich muss vom Traden leben, jetzt muss ich aber unbedingt traden. Das habe ich mir abgewöhnt. Bestes Beispiel, hier, diese Aufwärtsbewegungen, da konnte ich wirklich sehr, sehr gut mitgehen. Ja. Nicht ideal, nicht optimal, aber ich konnte sehr, sehr gut mitgehen. Das war für mich der Trendstart. Ja. So, was hier kommt, ist eine Korrektur. Ich halte mich hier komplett raus im Moment, muss ich echt sagen. Habe da gar nichts gemacht in dem Markt. Ich warte hier, ob der sich aufbaut oder dann abkippt. Ja. Das ist so die Geschichte, die im Moment in der Luft liegt. Und wenn er sich aufbaut, das wäre natürlich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und da wäre ich dann hier sehr aktiv dabei. Ja, dann kommt ja die Zeit, da musst du dann dabei sein als Trader. Darfst du nicht sagen, oh, gefällt mir nicht oder ich finde nichts. Du hast ja das große Signal. Darauf weise ich ja die ganze Zeit hin. Aber wir gucken die Märkte weiterhin durch und derjenige, der gefragt hat, würde dann sehen, ob ich da es ähnlich wie er empfunden habe und eben sagen, das gefällt mir nicht oder jenes gefällt mir nicht. Ganz kurz noch bemerkt, also diese Version, ja, dass man sagt, ach, ich finde einfach nichts, ich weiß nicht, seit ewiger Zeit. Und dann gibt es die andere Version, dass eben Trader sagen, ja, das ist genau das Problem. Man muss ja eigentlich immer oft warten, wenn man so saubere Setups will. Deswegen spezialisieren die sich auf einen bestimmten Markt. Zum Beispiel wie Heiko, ne? DAX, Dow, zu bestimmten Zeiten, wo man dann auf den kleineren Zeiteinheiten eine größere Auswahl an Signalen hat. Vor allem in den Vormittagsstunden jetzt im DAX. Und da kann man dann auch relativ gut punkten. Nicht immer, aber oft. Also man merkt, es gibt immer Alternativen.
Okay, Jens, zu dir. Wir bleiben noch kurz beim Euro-Dollar. Eine Frage eines Teilnehmers. Wie soll denn das Stop-Management sein? Ich bin bei ungefähr 1,0825 Short. Kannst du Tipps geben? Wie soll denn das Stop-Management sein am Beispiel Euro-Dollar? Ja, aber nochmal, ich weiß ja nicht, was er handeln will. Also ich kann zum Stop nichts sagen, wenn ich die Zielausrichtung des Trades nicht weiß. Also ganz kurze Frage, in was handelt er denn? Trend? Wenn ja, auf welcher Zeiteinheit? Handelt er die Bewegung nach Perioden hoch? Trading Stop oder Ausbruch hat er eh nicht gehandelt, denke ich mal, wenn er von da oben dabei ist. Übrigens Gratulation, schöner Trade, ja. Aber nochmal, die Frage ist ernst gemeint. Ja, ich beantworte gerne die Fragen, aber ich muss mehr Informationen dazu haben. Weil, Korrektur was soll ich jetzt? Auf Stunde kommt jetzt von ihm. Korrektur auf Stunde, ja. Moment. Also für den Einzelachter ist dabei auf dem Stundenchart, ja. Ja, nochmal, also macht er den Trend an sich oder macht er den Bewegungshandel an sich? Ja? Also wenn er den Bewegungshandel favorisiert, wäre er hier schon raus in der Regel. Außer er macht unter Berücksichtigung von Innenstäben. Okay. Aber nochmal, ich kenne sein Ziel nicht. Was erwartet er? Dass der Markt jetzt komplett zusammenbricht? Da muss er länger drin bleiben, dann muss das da oben eigentlich bleiben. Wenn er so mitgeht, sichert er sich ja wirklich einen sehr schönen Gewinn, ja, hier bei der ganzen Geschichte. Und nochmal, wenn er den Trend nimmt, muss das Stop hier oben liegen. Wenn er genug Gewinn langsam hat und eben davon ausgeht, dass irgendwann vielleicht doch der Markt wechselt, würde ich halt in den Bewegungshandel übergehen, dann über die Periodenhochs. Ja. Aber nochmal, ganz ehrlich, ich druck's hier rum, aber es ist, ich brauche die Zielbestimmung. Ganz kurz mal, Leute. Ich freue mich über die Fragen. Keine Frage. Aber ich habe das auch bei den Seminarteilnehmern, wo ich jetzt bald wieder eins habe. Man hält ja Kontakt oft danach, nach so einem Seminar. Und da sage ich auch wieder dazu, wenn ihr mir Charts schickt, bitte beschriftet die. Oder wenn ihr mir, wenn ihr mich fragt, wohin im Stop, bitte sagt doch das Ziel. Ja? Ich kann keinen Trade eingehen, ohne ein Ziel zu haben. Wenn der Fragesteller den Trade angegangen ist und kein Ziel hat, ist es schön, dass er so gut gelaufen ist. Aber er muss sich entscheiden, will er den Trend nehmen oder nimmt er die Bewegung? Bestes Beispiel, er kann ja hergehen und sagen, ich mache es jetzt über die Tageskerzen, kann er hier schön mitgehen. Ja? Könnte hier zum Beispiel einen Stop auch hinziehen. Also das muss ich wissen, ja? Wie er im Endeffekt seine Zielsetzung vor dem Trade gemacht hat. Daraus leitet sich ja dann auch die Stopptechnik ab. Okay, also ich hoffe, derjenige ist nicht sauer, aber ich brauche wirklich diese Angaben, brauche ich, sonst macht es keinen Sinn. Okay, Kontogröße, Positionsgröße, eingestellter Hebel und noch so viele weitere Parameter. Also je mehr Details wir bekommen, desto besser können wir Ihnen antworten. Also wenn mal solche Fragen wieder kommen sollen, gerne, aber bitte so viele Details wie geht und schicken. Der nächste Wunschmarkt ist BMW, ein Aktien-CFD. BMW bitte. Ja, und übrigens an der Stelle, der Jens war da nicht da, war in Tallinn. Ich habe darauf hingewiesen, dass wir so eine Idee haben, so Trade-Nachbesprechungen zu machen. Also ähnlich wie der Fragesteller von gerade eben. Und unser großes Problem ist, wo der Jens und ich öfters drüber reden, ist, wenn man solche Webinare macht, dann braucht man natürlich auch eine extrem gute Informationslage. Also wenn dann jemand sagt, ich habe den Trade gemacht, das ging schief, warum? Da kommt man nicht weiter. Also es müsste schon etwas definierter dann sein. Und ich glaube, das ist halt dann organisatorisch auch so eine Geschichte, wo wir uns noch überlegen, wie man das hinbekommen kann. Okay, ganz kurz am Rande. So, BMW, was sehen wir denn? Wir erkennen, ich denke, wie in vielen Aktien, Wahnsinnsausdehnungen, so, da kommt der erste Bruch und jetzt kommt ein Abwärtstrend hier rein. Der ist auch längere Zeit intakt im BMW, dieser Abwärtstrend. So, und jetzt beginnt der Markt, hier einen Aufwärtstrend hinzulegen. Ist für mich jetzt nicht das ultimative Super-Duper-Wechsel. Was allerdings auffällt, ist, dass der Abwärtstrend rausgenommen wurde. Das heißt, das letzte Korrekturhoch, das ist schon ein deutliches hier, auch in Höhe der 85, ist also überschritten worden. Was im Moment hier runterläuft, also ist definitiv zwar ein Abwärtstrendchen, ich würde hier aber nicht das Shorten beginnen. Das würde ich nicht. Ich würde eher schauen, ob wir nicht irgendwelche kräftige Käufe reinbekommen. Und zwar idealerweise an der Stelle. Und hier sind sie auch schon. Ja. Also Achtung, ihr seht ihn hoffentlich. Es ist immer noch ein Abwärtstrend hier drin. Ja, der ist auch intakt. Das heißt, der Markt kann weiterhin herunterrutschen. Achtung, ich würde aber dennoch nicht mehr Short gehen wollen, weil ich habe einen Aufwärtstrend gegen mich, einen gebrochenen Abwärtstrend. Und somit, wenn wir uns näher ranschrauben, erkennen wir, dass die Chance hier schlichtweg existiert. Ich mache es mal so, freie Hand. Manche, viele Trader machen ja so gern so Trendkanäle und dergleichen. Man sieht ja, die passen auch nicht immer hier so durch. So, was hier natürlich ideal wäre, hier kommt noch eine kleine Korrektur
und dann zieht der Markt durch. Und das wäre natürlich schon top, aber vom großen Bild könnte man hier versuchen, in die Long-Richtung zu gehen. Ja. Wichtig ist halt in diesem Moment, nochmal, du weißt nicht, wie weit die Korrektur geht. Ja. Also, bis das Beispiel, der kann morgen schon mit Lücke nach oben durchstarten, wird er dann wieder zum DAX passen, das große Hoch, ja, die Aktien werden auch noch gekauft, alle, hast halt Pech, kommst zu spät, wenn das passieren sollte. Ansonsten wäre es top, nochmal, 2, 3 Tage noch Korrektur, idealerweise, was weiß ich, so 50% von der Bewegung oder sowas, und dann ein netter Umkehrstab. Moment, ich schaff's nie mit der Maus, ein Quadrat zu zeigen. So, jetzt schaffe ich's. Also Umkehrstab oder Umkehrkerze oder irgendwelche gute Bewegungen nach oben, dann könnte man wirklich versuchen, aus dieser Korrektur heraus mit nach oben zu gehen. In diesem Moment ist eines ganz klar, wenn der Markt es nicht schafft, wenn er das so hinlegen sollte, über die 87, ja, 70 zu kommen, sondern da abprallt, ja, vorsichtig bleiben, also nicht zu beherzt. Stop müsste hier liegen, wenn man so einen Trade angeht, vor allem auf der Zeiteinheit, ja. Und hier ist dann auch die Frage, was handle ich? Den Trend, der dann entsteht, oder möchte ich die Bewegung abgreifen? Also Intraday-Händler würden zum Beispiel aus diesem Bereich die Bewegung aller Wahrscheinlichkeit nach abgreifen wollen in den Bereich des Hochs und sich dann verabschieden, während eher längerfristige Händler, ja, eben darauf gehen, dass er sich weiter durcharbeitet. In dem Moment, man merkt wiederum die Zielsetzung, muss der Stopp anders geführt werden. Also die längerfristigen lassen ihn da unten, bis sie das haben. Der kurzfristige, der, sage ich mal, nach oben mitgehen kann, der trailt relativ nah mit, ja, weil er ja nur die Bewegung will. Und wenn er Glück hat, kommt er noch ein bisschen drüber. Er will nicht den ganzen Trend, ja. Das sind riesengroße Unterschiede. Deswegen muss der Stopp anders geführt werden. Nochmal zurück zu dem Fragesteller. Übrigens, wer Lust hat, Seminar Loh am Main, es ist ausgebucht. Ich habe jetzt 15 Leute oder 16 demnächst. Ich weiß aus Erfahrung, immer wieder sagt noch einer kurz davor ab. Also wer Interesse hat, mal dazu zu kommen, einfach sich anmelden über den Campello Verlag oder mir eine E-Mail schreiben über mein Facebook oder bei Admiral, die leiten es an mich weiter. Also es kann sein, dass da immer noch kurzfristige Änderungen kommen und da gehen wir auch zum Beispiel auf diese Dinge ein. Also ganz kurz noch zusammenfassend, große Chance auf Long, noch ist aber kein Signal da. Ja? Wenn er jetzt hier reinspringt, bitte nicht wundern, wenn der gegen euch kommt. Short gehen, Achtung, muss man auch noch kurz ansprechen. Sicher, ja, wäre eine ideale Stelle, so gesehen. Weil der Abwärtstrend ist intakt, Korrektur scheint beendet und der Markt könnte nach unten ziehen. Ist auch eine legitime Handelsweise. Allerdings zum großen Bild ausgehend, Achtung, handelt man hier in einen Widerstand rein. Das ist das Problem. Ja. Also wenn der Markt nicht zügig beginnt, nach unten zu gehen, würde ich extrem aufpassen, wenn ich in diesem Markt Short wäre. Was ich aber ablehne, ich würde eher auf der Long-Seite zu finden sein, wenn dieses Szenario sich aufbaut. So, jetzt aber. Jens, ich gebe zu dir. Noch ein Aktien-CFD-Wunsch, das ist die Daimler-Aktie, die Daimler-CFD, bitte. Jawohl, Dividendenrekord. Rekordgeberin. Ja, 4,91% Dividende zahlen die. Wahnsinn. Und was willst du machen, ja? Außer Daytrading kriegst du keine Zinsen mehr nirgendwo. Moment, das war die Deutsche Bank, die habe ich auf dem Radar noch. Wer Lust hat, können wir die nachher angucken. Und hier ist Daimler. Ja, nee, schön mit den Aktien, das gefällt mir sehr. Wobei ich ein alter Forex-Krieger bin, ja. Forex ist immer mein Steckenpferd und wird es wahrscheinlich immer bleiben. Aber die Aktien sind auch sehr, sehr interessant. Vor allem, wenn es darum geht, Alternativen zu suchen. Also wenn man zum Beispiel im Forex gar nichts entdeckt, dass man sagt, hey, ich gucke mal die eine oder andere Aktie an, denn da gibt es ja auch manchmal schöne Signale. Und da wir CFDs haben, können wir ja ideal uns das zusammenstellen, was die Positionsgrößen angeht. Ja. Okay, lange Zeit Aufwärtstrend, ähnliche BMW, ne? Wahnsinnsausdehnung, und jetzt wird es aber richtig unangenehm hier. Man hätte noch denken können, richtiger Korrekturhandel, ne? Geht runter. So, Abwärtstrend wird nochmal rausgenommen. Also ihr erkennt, ne? Wie man immer wieder versucht, von unten nach oben zu kaufen. Aus den Korrekturen heraus. So, aber stattdessen kippt das Ding echt ab, foppt alle, die da long gehen wollten. Und natürlich, nachdem der große Trend auch gebrochen ist, jetzt beginnt sie hochzuziehen. Ja, das Spiel kennen wir. Professionelle sind halt im Markt, die das durchaus wissen und durchaus, sag ich mal, für sich nutzen. Die Kleinen aus dem Markt rauszuschmeißen. Und wenn hier jetzt einer von den Zuschauern dabei ist und sagt, deswegen benutzt er keinen Stop im spekulativen Handel, weil er sich nicht rausschmeißen lässt. Da muss ich halt müde grinsen und sagen, da wollen wir hoffen, ja, dass der Markt da immer wieder in die richtige Richtung geht, weil das Ding hätte durchaus weitermachen können. Was entdecken wir? Also wenn das ein Abwärtstrend für mich ist, ich zeige ihn mal so, dann habe ich jetzt hier einen Wechsel drin. Ja, also hier definitiv ein Wechsel. Allerdings
Das große Hoch hier bei der 85, 70, das fällt mir ins Auge. Das sollten wir rüber, damit es wirklich weitergeht auf langfristige Sicht. Aber untergeordnet haben wir einen Aufwärtstrend, der in die Korrektur geht, nach oben zieht. Sehr schönes Signal. Richtig gut, ja. Und das schauen wir uns aus der Nähe an, was da passiert. Ja. Und man erkennt auch bei den Aktien ganz andere Kerzenausformungen wie Forex, ich sage es immer wieder, der Handel ist nicht einfacher in den Aktien. Ja? Vieles wird mit Lücke gemacht. Wie ihr sehen könnt, es sind sehr, sehr viele Lücken drin, von Tag zu Tag. In Forex überhaupt nicht, ja, weil wir 24-Stunden-Handel haben, was auch eine sehr angenehme Variante dann darstellt. Okay, also was sehen wir? Ne? Schraubt sich hoch, hier, zack, geht an den Hochbereich. Was passiert? Die Anfänger kaufen jetzt und das Ding kippt völlig ab. Auf dem Tageschart haben wir, wenn das die neue Trendbewegung hat sein sollen, und die sieht ganz anders aus als die da drüben, haben wir einen gebrochenen Aufwärtstrend. Also Achtung, wir sind trendlos. Ja. Auch wenn der Markt zurückspringen sollte mit 83 Lückenspringe, im Moment sind wir hier trendlos. Das bedeutet, es kann hin und her gehen und der Markt kippt komplett ab. Das ist die eine Variante. Die andere ist, es geht hin und her und der Markt baut sich wieder auf. So. Von meiner Seite aus mache ich mal ein Fragezeichen dahin. Ich wüsste gerade nicht, was ich hier machen sollte. Short zu gehen, sehe ich, würde ich jetzt nicht die große Lage, dass ich sage, wow, das kann nur noch nach unten kippen. Sehe ich nicht. Habe ich auch kein Signal. Long zu gehen, ja, mein Gott, hast du Dusel, war es nur ein Trendbruch und er macht halt weiter. Aber ein Signal sieht anders aus. Also ich erkenne hier keines. Wirklich nicht. Ja. Schwierig. Ich habe keine Meinung zu dem Markt. Der eine oder andere wird vielleicht hergehen und sagen, hey, Aufwärtstrend ist Aufwärtstrend, komm. Zack, rein damit, stopp da drunter oder hier ist er schon ja, mehr oder weniger gegessen. Hast du Glück, zieht er weiter, okay, hast du Pech und er kommt runter, musst halt gehen. Wäre eine Idee, aber sauber ist die nicht. Ja. Also, lange Rede mal wieder und gar kein großer Sinn, Jens, ich sehe nichts. Vielleicht beim US-Dollar, japanischen Yen, das ist nämlich der nächste Wunschmarkt. USD, JPY, bitte. Jawohl. Und übrigens, wir gucken uns auch Brent an, wir gucken uns WTI an, da hat sich einiges getan und da muss ich wirklich bösartig schmunzeln, wir hatten es immer wieder angesprochen. Ja, im US-Dollar japanisch Yen haben wir einen Abwärtstrend. Absolut, hier ist er. Und der ist durch alle wichtigen Tiefs, die es gab, ja, hat eine Riesenbewegung runtergemacht, hat das Ding durchschlagen, so, und was er jetzt macht, ist nur nichts anderes in der Korrektur. Die Korrektur läuft punktgenau zurück an die 111, 112 ist es. Ja. So, und von dort beginnen auch wieder neue Verkäufer in den Markt zu drücken. Ne? Ihr seht es hier. Schießt also kurz über. So, und jetzt wird nach unten gedrückt. Problem an der Stelle. Man kann jetzt sagen, alles klar. Großer Abwärtstrend. Hurra, guck mal, ist die Bewegung. Ja, top. Korrektur ist auch schon gelaufen. Ja, besser kann es ja gar nicht gehen. Jetzt aber nichts wie rein. Hier oben von mir aus, hier in der Mitte, das ist so eine Geschichte. Also wenn du jetzt hier Short gehst, muss der Stop eigentlich bei der Trendgröße da drüber liegen, hier oben. Wer sich es leisten kann, ja, okay. Man darf sich aber an der Stelle nicht wundern, und ich kann es gerade fast nicht erklären, dass hier eventuell eine grüne Kerze komplett wieder nach oben kommt. Mich würde es nicht wundern. Das ist ja nicht das erste Mal, dass man es so sieht in so einer Konstellation. Also wer so arbeiten möchte, ja, der braucht dann halt auch die Nerven, wenn er den Stop so weit weglegt. Ich würde es ganz anders machen, auf der Stunde abgleichen, ob ich denn wirklich einen intakten Abwärtstrend, den habe, jawohl, den habe ich, hier ist er. Was hier also läuft, ist nur eine Korrektur, die darf auch gern hochkommen. Und ich würde dann versuchen, von oben nochmal reinzugehen, Short. Das könnte man machen, ja, weil dieser Aufwärtstrend, der hier hochgelaufen ist, ist nur korrektiver Natur gewesen. Das Gemeine an dem Markt ist allerdings, die Korrektur ist ganz anders gestaltet, wie man sie eigentlich definiert. Hier sind kräftige Bewegungen am Laufen und genauso kräftige Bewegungen aber wieder runter. Ja. Das kann ein Zeichen sein, dass der Markt Spirenzchen macht. Aber nochmal, wir haben einen Trend, wer Short gehen will, der ist in der Korrektur, die kann bis hier hochgehen, durchaus bis zur 111, 70. Übrigens, die kann auch weitermachen, aber wenn der Schmidt sagt, die sollte hier hinlaufen, die kann auch durchgehen und den Aufwärtstrend weitermachen, bitte nicht vergessen. Ja. Aber nochmal, hier würde ich, wenn ich Short gehen will, den Stundentrend nutzen und dann versuchen, nochmal reinzukommen. Für Long-Engagements, dass einer eben sagt, nö, nö, Quatsch, Abwärtstrend, so ist alles schon hinüber, der Markt kann nur steigen, hat er im Moment, ihr seht es alle, erstens einen abgelösten Trend, einen Abwärtstrend und zweitens kein Signal. Ich habe keinen Trend.
Ich habe nicht mal einen Bruch, ja, in diesem Moment. Also mit Long gehen, bitte warten, bis sich was aufbaut. Ansonsten die Short-Richtung ist definitiv kein Fehler. Achtung, wenn der weiterhin beginnt, in diesen Korrekturzonen hin und her zu machen und keine Kraft entwickelt, würde ich die Ohren anlegen. Ja. Ihr kennt mich, ich bin eher der vorsichtige Trader, aber da würde ich eben drauf achten. Okay, Jens, ich gebe nach Berlin. Dann der Wunschmarkt Dow Jones, bitte, der Dow. Ja, genau. Und der Dow, ja, der hat mich erwischt. Ich war short in diesem Markt, abwärts dann haben wir, es ist die Korrektur und ich sage nicht umsonst, ich hasse Korrekturhandel und ich selber bringe mich in die Bredouille. Das seht ihr mal, jeder Trader, keiner ist perfekt und man hat im Jahr ein, zwei Tage, wo es einfach nicht laufen will und dann wirst du gegrillt und es ist mir passiert im Dow, aber ich habe meine Verluste schön begrenzt und habe die Biege gemacht und das ist auch gut so. Was sehen wir? Ein riesengroßer Aufwärtstrend, ewig und drei Tage gelaufen, fast nie mit einer nennenswerten Korrektur, also ganz kleine Korrekturtage und es zieht halt weiter, weiter, weiter. So, hier ist die erste große Korrektur am Gehen und das ist ein Abwärtstrend, definitiv ein Abwärtstrend. Was also ansteigt, ist nur die Korrektur. Es ist nicht der Große, der jetzt durchstartet und nochmal neue Hochs macht, im Moment noch nicht. So, wie man erkennen kann, exakt an der Stelle, kippt der Markt wieder ab. Ich habe es hier versucht, ja, an dem einen Tag da hier unten. So, also man erkennt, die Bestrebungen sind da, diesen Abwärtstrend weiterzuführen. Bei genauerer Betrachtung ist es allerdings eine extrem unsaubere Geschichte. Ja. Sind in den Innenstäben drin. Das heißt, die Hochs werden gerissen, der Markt fällt wieder zurück. Die Tiefs werden gerissen, der Markt fällt wieder zurück. Das ist die Problematik an dieser Stelle. Und somit, wer diesen Trend nimmt und sagt, hey, trendkonform, ich handle den Short, hat eine Korrektur vor sich, er muss aufpassen, ja. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass der Markt zumindest nochmal die Tiefs hier unten testet oder einen gewissen Grad nach unten abkippt, ja. Für Long gibt es kein Signal, noch nicht. Außer der Markt schafft es, über die 20.740 zu gehen. Also wenn er rüberkommt, kann ich mir vorstellen, dass der weiter nach oben zieht, ja. Vorsicht an diesen Zwischenlevels, da kann es immer Gegenfeuer geben, ja. Aber hier im Moment, Short ist okay, allerdings, wenn man es sich jetzt genauer anschaut, auf der Stunde und dergleichen, hier unten, das ist das Problem, wenn du jetzt Short reingehst. Ach, ja, hast du einen Abwärtstrend, ja, der kann auch gehen, hier definitiv Bewegungszonen voraus, ja. So, aber theoretisch kannst du gehen wie hier drüben. Ne? Ja, das war so mein Tag. Ich habe es hier versucht, hat es mich erwischt, ich habe es mal da oben nochmal versucht, hat es mich erwischt und gut. Also nur weil ich jetzt eine auf die Mütze bekommen habe, müsst ihr jetzt nicht Angst haben, ich habe auch keine Angst, aber nochmal, ja, mit dem Short gehen in der Korrektur, Vorsicht, ja, das kann sehr, sehr schwankend werden. Apropos schwankend, schaut euch hier die Schwankungen an, ja. Also viel Spaß dabei. Ich würde den Markt echt warten wollen, sage ich ganz offen, ja. Bis der halbwegs ein gutes Signal ausbildet und wenn kein Signal kommt und der Markt einfach losrennt, so wie hier, ja, mein Gott, dann ist es so. Dafür gibt es dann andere Märkte. Ja. Aber im Moment, Achtung, Abwärtstrend immer noch intakt. Korrektur könnte runtergehen mit allen fiesen Latentigkeiten. Und erst einmal long gehen will, warten, dass ein Signal existiert. Wer short gehen will, braucht entsprechende Abstände mit dem Stop und darf sich nicht wundern, falls die auch geholt werden. Okay, Jens, zu dir. Dann das Öl bitte. Ob Brent, WTI oder beides, entscheidest du. Öl ist gewünscht. Ja, wir haben übrigens WTI oder Brent, sieht beides fast gleich aus oder wir machen sie einfach beide, dann sind die Brent-Fans auch zufrieden. Wir haben, ich wiederhole mich immer, aber ne, Trendwechsel, Achtung, Aufwärtstrend hier, ist ein Trendwechsel. So, hier ist es hoch. Zündet nicht, wie oft besprochen. Die Leiste, die perfekte Leiste, jeder technische Analyst wird ein Foto davon machen. Widerlichster Handel. Der Trend zündet nicht, indem er sich weiter fortbewegt und stattdessen kippt die ganze Geschichte nach unten ab. Zack. Und alle Welt schreit jetzt, jetzt kannst du noch abwärts gehen. Und ich sagte in den letzten Webinaren, Vorsicht, für mich ist das aber immer noch ein Aufwärtstrend. Was runterkommt, ist nur die Korrektur. Und genau das ist im Moment gerade am Gehen. Also die Bewegung, die der hochgekommen ist, die darf dich nicht aus den Socken hauen. Ja? Ähnlich wie im Dow. Aus dem Nichts scheinst du plötzlich nach oben zu schießen. Und wenn du dich halt vertust und nicht weißt, wo du bist, kann genau das passieren, ja, dass man dann wie blöde versucht, Short zu gehen und dass man richtig gegrillt wird. Also, was sehen wir? Wir erkennen eine sehr schwierige Lage in diesem Markt. Zum einen haben wir einen Aufwärtstrend von unten kommend. Zum anderen
haben wir einen Abwärtstrend von oben kommend, der nur korrigiert. Das heißt, hier ist eine Wahrscheinlichkeit da, dass er wieder nach unten drückt. Ja, es ist schwierig, vor allem an der Stelle jetzt einzusteigen. Das ist wirklich, oh, weil ihr handelt in die ehemaligen Tiefzonen hinein von der Leiste. Und ähnlich wie wir es zu Anfang des Webinars besprochen haben, man sieht es manchmal, die Kurse laufen exakt in den Punkt zurück, spiken noch kurz und werden dann zusammengeprügelt. So ein bisschen wie im Euro-US-Dollar. Ne? Also, es gibt zwei Möglichkeiten. Das passiert oder der Markt zieht einfach durch. Im Voraus kann ich es nicht wissen. Für mich heißt hier, ist ja nur eines zu sehen, das Signal habe ich nicht. Ich habe eine einzige Bewegung hoch, kleiner Abwärtstrend ist gebrochen, der überlagernde ist noch intakt, der große ist aufwärts. Alles steht gegeneinander, ich lasse mich nicht blenden nur durch die Bewegung. Also wer hier oben reinspringen will, soll es mir was tun, ich mache es nicht. Auch der Abgleich über die Stunde wäre für mich hier schon hinfällig. Ja? Auch wenn es ein sehr schöner Aufwärtstrend ist, aber die Party ist einfach für mich zumindest gelaufen. Ja? Wir haben mehrere Schwünge drin, er steht an der Kante, wo würdig Gegenfeuer kommen kann, hier gehe ich nicht mehr long. Also hier möchte ich wirklich warten, was der Markt macht. Wenn der die Tiefs durchschlägt, ja, müssen wir gucken, wie er sich verhält. Ist alles Zukunftsmusik jetzt im Moment. Short gehen würde ich aber an der Stelle auch nicht. Ganz wichtig, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe vorhin noch in Facebook gelesen, bei einem anderen Broker, auch ein CFD-Broker, ist so veröffentlicht, wie viele Leute im DAX Short gerade sind. Über 80% der Kunden sind im DAX Short, ja. Ich frage mich, warum. Also wenn man dann sagt, weit gelaufener Trend, heißt doch nicht, dass das Short gehen muss. Und es ist hier nämlich auch. Eine weit gelaufene Bewegung ist noch kein Signal für Short. Ja? Die kann ja weitergehen und erst dann kommen. Ja? Also sprich, auch wieder abwarten. WTI und Trend sehen beide fast identisch aus. Tut mir leid. Abwarten. Korrektur vielleicht herunter bis zur 49,95. Und wenn er dann nochmal Anstalten macht, nach oben zu gehen, für einen kurzfristigen Bereich von mir aus, ja. Aber ansonsten wird es mich nicht wundern, wenn der erstmal korrigiert und dann muss man schauen, was er macht. Also wenn er das Ding durchschlägt, kann ich mir vorstellen, er marschiert noch ein bisschen tiefer runter. Long sehe ich nichts im Moment, sorry. Okay, Jens, zu dir. Dann das Cable, GBP US-Dollar bitte. Ja. Übrigens, sorry an der Stelle, wenn ich mich oft wiederhole, was die Analyse angeht, aber ich sage es ja immer wieder dazu, je länger ich um einen Markt rumreden muss, also es ist meine private Regel, desto weniger ist es was. Ich muss reingucken und sagen, wow, das ist es. Und meistens sind das auch bombig gute Trades dann. Gut, wir sehen im GBP, US-Dollar, Cable, einen Abwärtstrend, der immer noch intakt ist. Wir haben es immer wieder angesprochen, ja, der Abwärtstrend, der hier also jetzt schön sich fortsetzen sollte, machte allerdings keinerlei Anzeichen, auch nur ein bisschen an Lust darauf zu zeigen, wird immer kleiner, dünner, wird immer schwankender und auf einen Schlag zieht das Ding komplett wieder hoch in die Hochzone. Und was passiert dort? Genau, die meisten steigen jetzt ein und sagen, hurra, es kann nur long gehen. Und jetzt kriegst du erstmal kräftig eins auf die Mütze. Also, der Markt befindet sich in einer sehr ausladenden Seitenphase, die auf dem großen Bild eine riesengroße Korrektur darstellt von einem intakten Abwärtstrend. Ja, das ist nur die Korrektur hier. Die Chance, die sich bei diesen Dingen bietet, ist, dass man von oben nochmal shortet. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, warum es dann den Hochgegenfeuer gab. Und die andere Chance ist, dass ein Trendwechsel entsteht. Jetzt habt ihr genau die Gegensätzlichkeit der Marktteilnehmer, dass ihr oft zerrieben werdet, wenn ihr an diesen Stellen daherkommt. Also der Markt ist auch nicht einfach. Was hier sehr interessant sein könnte, wenn er sich hochschiebt, dass wir zum ersten Mal einen Trend sehen. Ja, könnt sich vielleicht weiter dann durcharbeiten. Allerdings, von oben kann hier extrem kräftig Feuer kommen. Ja. Und zwar nicht aus fundamentalen Gründen, meine sehr verehrten Damen und Herren, sondern aus Interbankenmarkt, wir melken die kleinen Gründen. Ja. Ist da durchaus mit im Spiel. Also wirklich Ohren anlegen. Ich habe noch keinen Aufwärtstrend. Ich habe einen gebrochenen Abwärtstrend. In dieser ganzen Korrektur ist es auch ein Markt, wo ich auf dem Tageschart zumindest nichts verloren habe. Wenn ich mich runterarbeite auf die Stunde fürs Intraday Trading, wo es darum geht, bestimmte Zonen vielleicht anzuhandeln, um, Achtung, kurze Bewegungsschübe abzugreifen, das ist legitim, ja, habe ich einen Aufwärtstrend, wo aber auch schönste Phase eigentlich schon gelaufen ist. Ja, wenn man jetzt lustig ist, könnte man versuchen, hier reinzugehen und zu hoffen, dass der in diese Bereiche oder darüber kommt. Ja, wäre eine Idee. Ja. Allerdings ist das auch nicht das erste Mal, dass am Hoch ein Überschießen zu sehen ist, dass erstmal eine Korrektur kommt. Und wieder am Markt, wo ich rede und rede und rede und rede und deswegen, ich kann hier wirklich empfehlen, tue je nichts, aber so richtig, dass ich sage, klasse, jetzt aber los,
Nein. Und jetzt Achtung für alle, die ungeduldig sind, für alle, sag ich mal, die jetzt Trader mögen, die Ihnen genau sagen, wann was zu tun ist und dass das alles ganz arg toll ist. Wenn wir hier einen Wechsel sehen, werden wir noch genügend Zeit haben, um genügend Punkte aus diesem Markt zu holen. Ja, man muss ab und zu auch mal warten können. Und wenn es Monate geht, dass man wartet, ja, im Trading. Zumindest jetzt, was den Tageschart angeht. Ja. Okay, Jens, ich gebe zu dir. Der nächste Wunschmarkt der Teilnehmer ist AUDUSD, australischer Dollar, US-Dollar, bitte. Genau. Ein Markt, den ich intensivst beobachte, weil wir genau das Szenario hätten, wie im GBP US-Dollar ein bisschen anders gestaltet. Aber hier liegt auch in der Luft, dass der eventuell einen Trendwechsel macht. Und natürlich, wie immer, hätte, könnte, eventuell, würde, sollte. Ne? Noch ist es nicht so weit. Allerdings, was ins Auge sticht, ist genau der Punkt, dass von da unten ein Wahnsinnsanstieg läuft, der auch den schönsten Abwärtstrend rausnimmt. Ich war hier noch auf der Short-Seite zu finden, da hat es mich geschmissen. Daran erkennt ihr, Zukunftswissen mal ist nicht. Markttechnik ist das Beste und besser als der Rest auch nicht. Keine Technik hilft dir, der Markt macht, was er will. Also, wir haben einen rausgenommenen Abwärtstrend. Wir haben noch, und hier haben wir doch minimal einen Aufwärtstrend, der die Chance hätte, durch die Hochs zu marschieren und einen riesengroßen Wechsel hinzulegen. Was passiert im Hochbereich? Genau, die Anfänger, die springen, werden gegrillt. So, jetzt baut der Markt sich wieder auf. Jetzt könntest du sagen, hurra, jetzt aber nichts, wie los? Und was macht er stattdessen? Kippt genau ab. Vorsicht. Der Markt ist hochinteressant. Ich schaue ihn jeden Tag an. Ja, jeden Tag. Wenn dieses Tief hier unten, 0,7580 oder was, wenn der Markt es nicht unterschreitet, sondern vorher beginnt zu drehen, wäre das ein sehr schönes Zeichen, dass wir eventuell einen kleineren Trend bekommen, der sich in die größeren schieben könnte, der sich in den ganz großen schiebt. Ist jetzt arg Zukunftsmusik, ist auch Trendgrößen übersprungen, ja, soll nur meine Gedanken so zeigen. Dieses Szenario schwebt mir im Kopf vor. Deswegen gucke ich jeden Tag den Markt an mit großem Interesse. In dem Moment, wenn der herunterrutscht, ist es für mich vorbei. Aber solange er das nicht macht, mache ich gar nichts und schaue nur zu. Lass den sich austoben. Wenn er hier rüberkommt, dann wird es interessant. Mal sehen, was er macht. Für Short gehen, an der Stelle, du hast noch gar keinen Abwärtstrend. Also, wer jetzt Short reinspringt, hat nur Glück. Wenn das Ding runterrutscht, sei ihm gegönnt, wenn er dann Geld verdient. Er darf sich aber nicht wundern, wenn es kurz läuft und plötzlich gegen ihn geht. Ja? Also Achtung hier mit Short gehen. Vorsicht, Vorsicht. Alles klar. Jens, ich gebe zu dir. Dann bitte der Bund CFD als Wunschmarkt der Teilnehmer. Bund. Genau. Wir haben den M7 noch hier drin. Und ja, der Bund macht kräftige Anstiege, hat aber, so leid es mir tut, einen Abwärtstrend hier drin. Ich weiß, das ist jetzt von der Zeichnung her für viele verwirrend, die mit dem Markttechnik erst begonnen haben und mit dem Trenddefinitionen ist, so einfach ist der manchmal auch nicht, aber für mich ist es ein großer Abwärtstrend. Ich gehe jetzt einfach von den höchsten, hochsten Tiefs aus. Ja. So. Ein Abwärtstrend, der im Moment nichts anderes macht als eine Korrektur. Die Korrektur läuft exakt in die Nahkampfphase oder Zone hinein, wo hier nochmal Gegenfeuer kommen kann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, oft kann man beobachten, dass der Markt nicht immer das Gleiche macht. Ja. Also auch wenn es etwas ideal aussieht, ne, großer Widerstand, so, jetzt muss der da abkippen, das macht er nicht. Er kippt noch nicht. Stattdessen wurstelt er sich da durch. Also, wer Short gehen will und diesen Abwärtstrend mitnehmen möchte, hat im Moment nur eine ausgedehnte Bewegung. Er hat kein Signal, um Short zu gehen. Vorsicht! Bitte nicht jetzt einfach reinshorten. Ja. Im Gegenteil, oft kann man sehen, dass solche Märkte mal richtig nach oben schießen, vor allem wenn sie so gestaltet sind und erst dann zusammengeprügelt werden. Ich verweise auf die Zinsnachrichten die nächste Woche. Vielleicht kommt sie dann an dem Tag. Man weiß es nicht. Auf der Stunde, was sehen wir? Voll intakter Aufwärtstrend. Weitende Bewegung macht aber hier eine schöne Verschachtelung und könnte zumindest kurzfristig nach oben durchschießen. Short ist hier nicht, im Moment noch nicht. Ja. An der Stelle übrigens. Gutes Beispiel. Wo war es denn? Hier, glaube ich, war es. Ja, genau. Ich springe mal ganz kurz zum Nikkei. Ganz andere Zeitebene, ist aber völlig wurscht. Es geht um den Aufbau der Marktteilnehmer. Wir hatten hier das schönste steigende Dreieck. Also besser geht es ja gar nicht. Ja? Und ich sagte, Achtung, weit gelaufener Trend. Solche Teile können auch gerne nicht zünden. Und was passiert? Rumsdiwupps. Und das ganze Ding ist zerschlagen, ja. Jetzt hopfen wir ganz kurz zurück auf den Bund. So, schaut mal.
Völlig egal, wie der Markt heißt. Völlig egal, ob Anleihe oder was weiß ich. Schaut es euch an. Weit gelaufen, und zwar in der Hinsicht, dass es nur die Korrektur ist. Also long gehen und jetzt hier, sag ich mal, erwarten, dass der Durchmarsch bis nach oben, wäre von meiner Warte aus kein realistisches Szenario. Ich weiß aber nicht, ob es so kommt oder nicht. Aber von meiner Seite aus wäre es nicht realistisch. Und auch das Signal, was wir sehen im Bund, wenn überhaupt kurzfristig, kann man es nehmen. Ja? Mich würde es nicht wundern, der schießt und kommt plötzlich mit Kraft wieder runter. Also Vorsicht in dem Markt. Ja. Okay, Jens, ich gebe zu dir. Dann bitte USD, CAD, US-Dollar, kanadische Dollar, der nächste Wunschmarkt. US-Dollar, CAD, kleinen Moment. So. Okay, ich habe gerade was nebenbei noch gelesen in den Fragen, deswegen war ich nicht gerade richtig bei der Sache. Ja, US-Dollar, kanadische, mal hier aufs große Bild. Schaut mal. Also ich finde, der Markt ist zwar nie gleich, aber man entdeckt im Laufe der Jahre sowieso immer wieder Ausformungen, die hochinteressant sind. Ja, so diese rundbogenartigen Läufe, die überschießen und dann wieder runterkommen. Ich sage bloß DAX vorhin, so auf kleineren Zeitanhalten oder wo es immer war. Ja, Entschuldigung, oder Euro, US-Dollar, ja, dieses bogenförmige Heranlaufen und so. Das ist viel über die Optik, ja, was ich dann ableite. Ich muss es dann allerdings nach unten zu abgleichen mit meiner Handelslogik im Endeffekt. Was sehen wir denn? Schöner Aufwärtstrend gelaufen, lange Zeit. Ja. Übrigens an der Stelle sage ich ja so gerne, ja, die Webinar-Serie geht jetzt 5 Jahre, deswegen man hat auch wirklich einen Erfahrungswert hier. Man kann mal zurückgucken und sagen, ja, da haben wir ja gut getradet, da waren wir dabei und so. Finde ich immer sehr interessant. So, ein riesengroßer Anstieg kommt, eine riesengroße Korrektur und die ist mehr als eine Korrektur, die bricht diesen Aufwärtstrend. Wir sind trendlos, meine sehr verehrten Damen und Herren, auf dieser Größe. Was hochläuft, ist ein Aufwärtstrend, wie er schlimmer nicht gestaltet sein könnte, der jetzt durch einen Abwärtstrend abgelöst worden ist. So, jetzt geht es so hoch und du denkst, oh, 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 jetzt muss der Markt steigen und wieder geht es runter. Also rein vom großen Bild würde ich schon mal sagen, es gibt schönere Märkte. Auf den Tag, was erkennen wir denn? Ja, also hier eine lange Zeit dieses Gewürstel, dann kam schöner Abverkauf runter, also ein Linienbruch war da drin, den ich noch gehandelt habe, so heftigste Anstiege und wieder geht er runter und er darf zum Beispiel, was man hier richtig sehen kann, das ist ein Level bei der 1.30, mal ganz grob. Irgendjemand kauft da, der kommt nicht runter, er darf nicht unter dieses Level. Ne? Stattdessen macht er einen Aufwärtstrend und kommt jetzt an ein großes Level. Hier oben, auch wiederum, die 1.3550. Und von dort wird wahrscheinlich wieder abgeladen. Also ihr habt im Moment ebenfalls eine sehr breite Aufstellung. Man kann da drin auch handeln, das geht schon intraday. Aber mir geht es ja immer darum, ein schönes Setup zu sehen, was mir möglichst viele Punkte bringt. Und da habe ich eben eins, wo ich sagen muss, oh, also hier würde ich mit Gewinne laufen lassen und riesenweiten Stops würde ich nicht arbeiten. Aber wir haben einen schönen Aufwärtstrend, trotz allem. So, hier gibt es Totschlagsmarkt, er weiß nicht, soll er weitermachen oder soll er fallen. Und deswegen, ich kann es ganz kurz machen. Keine Ahnung. Ja. Aber wenn wir auf die Stunde runtergehen, schaut es euch an. Viel Spaß. Also egal, wie man sich entschieden hätte, seit diesem Downmove, egal wie man sich entschieden hätte, egal nach welcher Couleur, egal nach welcher Technik, du wärst prinzipiell rausgeflogen. Wärst du long, hier noch long gegangen, bist du hier geflogen. Wärst du short gegangen, bist du hier geflogen. Ja? Seht ihr das? Das ist ein Markt, wo ich wirklich sage, malen wir das Totenköpfchen. So. Ja, meine abstrakte Kunst hier. Schaut mal. Und die andere Seite ist dann, wenn ich den Smiley male. Ja, so. Jens, was hältst du von dieser Art von Webinardarstellung? Also rein so abstrakte Kunst ein bisschen. Heute kann mich nicht so sehr begeistern wie die bessere Tonqualität. Es hat ja auch 5 Jahre gedauert, um da die 5 Jahre wieder zu bringen. Also wir freuen uns sehr, dass es jetzt mit dem neuen Internetanbieter viel, viel schöner ist. Und auch dein Akzent wird viel deutlicher rüber über die Leitung übermittelt. Also man merkt, dass du Stuttgarter und Baden-Württemberger bist. So, wir müssen Gas geben. 1, 2, 3 Wunschmärkte wollen wir noch schaffen. Der S&P 500, der S&P bitte noch. Ich bin manchmal auch entsetzt, wenn ich die IB-Days, ist ja ein guter Ton, man hört, dass ich Schwabe bin, aber ich schäme mich da jetzt nicht drum. Was soll's, ja. Moment, S&P 500, wir laden ihn. Natürlich, was
an so einem Mikrofon jetzt gar nicht toll ist. Ja? Man kann nicht mal mehr einen Bonbon schlotzen. Das würden alle hören. Und als ich am Telefon war, konnte ich das immer ganz entspannt. Naja, so richtig gehört hat man es dann nicht, aber ein paar konnten es sich ja denken. Okay, S&P 500. Schauen wir uns den Markt an. Und ja, also wirklich ein Hammer-Aufwärtstrend. Wirklich auf die alle Größen in eine Richtung. So, hier der Kleine dehnt sich weit aus, ja, und geht hier in die Korrektur. Und wiederum ist kein richtiger Abverkauf da. Wiederum nicht. Ja. Also mit Short gehen, das ist wirklich ein Problem. Auch wenn es so weit gelaufen ist, aber du brauchst ein Signal, weil dieser Markt sieht fast so aus, als dass du hier weitermachen könnt. Auch wenn wir weit in der Bewegung stehen, aber es deutet alles darauf hin, dass die Käufer nach wie vor dominierend sind. Man kann es hier erkennen, also ausgedehnte Bewegung. Es dauert manchmal auch immer, ja, so jetzt zieht er hoch, macht auch einen Abwärtstrend wie der Dow, ja, ähnlich wie der Dow. So, und man sieht, es wird von unten wieder schön reingekauft. Es geht in die Korrekturzone des Abwärtstrendes. So, und hier beginnen wieder die ersten reinzuschorten. Aber Achtung, Achtung, Achtung bei dem Teil hier. Das wäre nicht das erste Mal, dass ein Markt wirklich den da macht. Ja, also von der Signallage, von allem sieht es sehr, sehr bullisch aus. Das einzige Wermutstropfen ist diese weit gelaufene Geschichte. Ich werde nicht müde, sie zu erwähnen, auch wenn die Märkte weiterlaufen, noch 6 Jahre weiterlaufen. Ich weiß, wovon ich rede und ich weiß, warum ich warne. Ja, auch in Aufwärtstrends, die seit Jahren gehen, kann es immer wieder passieren. Und je weiter sie steigen, desto eher passiert es, dass du kräftigste Abverkäufe erlebst. Deswegen ist es wichtig, wie man in den Markt einsteigt. Möglichst von unten nach oben, nicht von oben nach oben. Ja, das ist die Message im Endeffekt. Hier hat man nur ein Problem. Abwärtstrend intakt, Aufwärtstrend noch nicht da. Wenn überhaupt Short, aber von der ganzen Ausgestaltung wäre ich vorsichtig. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, der rutscht nur leicht und kommt dann nochmal. Und wenn du Pech hast, läuft es in die Seite. Das ist viel Zukunftsmusik. Aber ich mache es kurz. Long noch nicht. Okay. Short, okay. Trend ist da, wäre legitim, stoppen es aber hierhin oder hierhin. Ja? Und dann nicht wundern, wenn es vielleicht doch nach oben durchgeht. Okay, Jens, ich gebe zu dir. Und bitte noch Gold anschauen. Gold. Ja, mein Gott, natürlich. Das wollte ich doch eh. Okay, wir haben Gold. Ja, und da ist auch das am Gehen, wo ich ja auch immer mit mir hadere, ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wo ich sage, oh, Vorsicht, hier, da geht man nicht mehr long, na, dann geht der Markt kurz runter und schießt durch. Nochmal zum Thema, keine Prognose. Ich kann nur meine Ideen äußern, die genauso schief gehen können wie jede andere Idee. Deswegen betone ich immer wiederum, Trading hat nichts damit zu tun, dass du einen Führer suchst, der dich sagt, mach das und mach jenes. Ja? So, wir sind ja Trader, die eigenverantwortlich arbeiten. Und zum eigenverantwortlich arbeiten gehört die Akzeptanz, dass ich die Zukunft nicht wissen kann. Und somit ist es mir wurscht, wenn ich falsch liege. Ja? Nur wenn Sie danach traden und ich falsch liege und Sie dadurch einen riesen Verlust haben, das soll nicht Sinn und Zweck der Webinare sein. Was hier in der Luft liegt, ist schlichtweg Folgendes. Also wir haben einen riesengroßen Abwärtstrend und der ist immer noch intakt. Egal, was Sie hier an Anstiegen sehen, er ist intakt. So, rein von der Definition. Der Aufwärtstrend, der hochging, nur die Korrektur, gebrochen, trendlos. Es ist noch kein Aufwärtstrend hier drin. Es könnte einer entstehen. Also wer will, kann hier long reingehen und sagen, ich gehe mal auf die eventuelle Entstehung eines Aufwärtstrendes. Darf sich aber nicht wundern, wenn der Markt vielleicht nochmal die Biege macht. Lange Rede, kurzer Sinn. Alles unsauber. Die meisten Märkte, die wir gerade angeschaut haben, sind fast alle unsauber, bis auf ein paar, wo eine große Chance in der Luft liegt. Ja. Hier ist leider noch kein Aufwärtstrend zu sehen. Er ist nicht da. Und wenn ich runtergehe auf die Stunde, sehe ich wahrscheinlich hier, genau, Achtung, einen immer noch intakten Abwärtstrend, der natürlich kräftigste Gegenläufe erlebt, aber die wichtigen Hochs sind noch intakt. Wenn der Markt über dieses Zwischenhoch kommt, hier bei der 12, mal wieder um die 12,50 rum, 12,51 und wirklich Kraft zeigt, also dass er richtig kommt, ja, und hier die Hochs angreift, so eine Art, ein bisschen Short-Squeeze-mäßig. Okay, könnte man einfach sagen, in Ordnung, na, die Chance, dass ein großer entstehen kann, rechtfertigt, dass man long reinspringt, Stop da drunter legt. Aber Achtung, wenn der das nicht macht, wenn er kippt, wartet bitte ab, bis ihr da ein Long-Signal annehmt. Und übrigens fürs Short gehen, ja, es ist alles nicht ass rein bei Gold. Ja. Aber nochmal, großes Szenario, dass ein Aufwärtstrend entsteht. Wenn der nicht entsteht und der Markt hier weitermacht, habt ihr mehr oder weniger eine Art Abwärtstrend in dem Korrektur-Wischi-Waschi, ich weiß nicht recht handeln. So, Jens, ich gebe zu dir.
Ja, 21:29. Wir kommen in den letzten Sekunden schon zum Ende. Das nächste Webinar gibt es von uns natürlich schon morgen um 8:30 Uhr. Guten Morgen, DAX-Index. Eine halbe Stunde lang mit Heiko Behrendt den DAX betrachten und einige nette Trades machen. Wie Heiko Behrendt so schon sagt, ein guter Trade braucht nicht mehr als 5 Minuten. Überzeugen Sie sich selbst, Montag, Mittwoch, Freitag um 8:30 Uhr live dabei sein, wenn Sie möchten. Den Jochen hören Sie wieder im Webinar am Dienstag oder ich mache mal einen Hinweis. Freitag und Samstag jetzt kommend die Investmesse in Stuttgart. Ticket kostet normalerweise Geld über admiralmarkets.de. Da im Newsbereich, Company Newsbereich, können Sie uns aber informieren und dann bekommen Sie eine kostenlose Eintrittskarte von uns. Also wir freuen uns, wenn wir Sie auf der Invest sehen. Jochen ist auch mit dabei mit Standvorträgen. In diesem Sinne für heute, Sonntagabend, einen schönen Abend noch. Bis morgen bei den Webinaren. Tschüss, bye bye und Schlusswort vom Jochen. Jawohl, danke Jens für die Co-Moderation und auch an Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren. Viele Leute da für den Sonntagabend. Und ja, ich freue mich auch, dass die Leitung wohl hält. Ja, Gott sei Dank. In diesem Sinn, wir hören uns am Dienstagnachmittag 15 bis 16 Uhr Live-Trading. Und für den einen oder anderen, der Lust hat, wie schon gesagt, Freitag, Samstag die Woche auf der Invest in Stuttgart. Ich mache am Freitag Standvorträge, hauptsächlich Analyse des DAX. Und am Samstag habe ich, glaube 3 oder 4 Vorträge um die 20 Minuten rum am Stand direkt, wo es auch um Themen wie technische Analyse, Fundamentaldatenanalyse, Indikatoren und so weiter geht. Und ja, Sie kennen mich. Ja. Ich werde mal gucken, ob es den Leuten gefällt, ob die stehen bleiben, wenn ich dann am Stand loslege. In diesem Sinn, viel Erfolg für Ihr Trading. Wir hören uns Dienstag oder sehen uns auf der Messe. Machen Sie es gut, Herr Jochen Schmidt. Tschüss.